Hallo und herzlich willkommen heute mit einem kurzen, aber echt tollen Review mit Combiner Wars Legion Class Bombshell. Bombshell ist hier, wie schon eben erwähnt, eine Figur der Legend Line und ist in meinen Augen mit die coolste Figur in dieser Legend Line. Denn diese Figur ist jetzt nicht nur ein Insecticon, wie wir ihn quasi von Generation 1 Line noch kennen. Nein, diese Figur ist zudem möglich, zusätzlich zum Robotermodus noch einen Waffenmodus zu bilden. Was natürlich richtig geil ist, um die großen Voyager-Figuren zum Beispiel zu verstärken. Ja, kommen wir doch einfach erstmal zum Inhalt der Box. Wir haben als erstes hier einmal die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist sehr kurz und bündig. Das Lustige ist, in dieser ganzen Anleitung ist der Waffenmodus quasi nicht erwähnt. Dieser Waffenmodus ist aber trotzdem vorhanden und den möchte ich euch natürlich nicht enthalten. So, klappen wir das einfach erstmal zusammen, legen das zur Seite. Ansonsten haben wir noch hier diesen übergeilen Artwork von Bombshell. Und hier ist sein Horn als Waffe nach vorne geklappt. Finde ich auch sehr interessant. Ja, ansonsten haben wir noch die Verpackung. Wir haben hier einmal Bombshell groß als Artwork obendrauf. Und ja, im Gegensatz zu den anderen Figuren sieht man hier jetzt nicht den Fahrzeug- bzw. Beast-Modus. Und dafür sehen wir ihn aber hinten drauf. Wir sehen einmal hier den Roboter-Modus und einmal hier den Insecticon-Modus. Wieso ihr jetzt bestimmt fragt, ja hier, der ist doch gar keine Waffe oder kann keine Waffe werden. Doch, kann er. Wir haben einmal hier vorne in den Händen diese Kanonenrohre drin und hier an den Knien haben wir die Griffe für die Pistole. Das zeige ich euch gleich auch noch und dann haben wir hier noch die anderen Figuren. Hier muss ich dazu sagen, Power Glide ist auch noch eine Waffe. Thundercracker und Windcharger sind Repaints von alten Toylines und bieten hier natürlich keinen Waffenmodus. Das heißt, Powerglide und Bombshell sind die einzigen Figuren, die hier einen Waffenmodus bieten und die möchte ich euch natürlich jetzt auch zeigen. So, ansonsten haben wir jetzt hier erstmal diesen netten Bombshell. Er ist in einem Schwarz-Grün gehalten mit roten und silbernen Verzierungen. Wir haben hier vorne einmal das Insecticon, sag ich schon, das Decepticon-Logo, richtig cool drauf. Hier oben silberne Verzierung auf dem Gelb und ansonsten im lilanen Look. Hier sehen wir einmal die Haltegriffe für den Kanonenmodus und dann hat er natürlich noch 6 Beine, die sich die keine Gelenke haben, die lassen sich nur nach innen drehen höchstens, um sie quasi einzuklappen. Das ist möglich und auch hier können wir den einmal so einklappen. Da kommen wir auch gleich am besten zum Waffenmodus, den zeige ich euch jetzt. Der Waffenmodus ist ganz simpel. Wir drehen erst einmal natürlich ausgehend vom Insecticon-Mode, das ist Insektenmodus, die Unterarme auseinander. Drehen die jetzt nach vorne. So. Anschließend drehen wir hier diese Öffnung für die Kugelgelenke nach außen und diese Pins nach innen. Hier ebenso. Jetzt verbinden wir die beiden Arme wieder miteinander, was ein wenig tricky ist, aber es funktioniert. Wie gesagt, ein wenig tricky. So, jetzt wird es miteinander verbunden. So. Und schon haben wir vorne die Waffe, das heißt der Lauf der Waffe. Jetzt anschließend dreht ihr hier diese Arme des Insektikons nach oben, dass er richtig abschließend mit der Waffe ist. Das gleiche hier. So. Anschließend dreht er hier hinten diesen Waffenknauf nach unten. So. Dreht jetzt diese Hände, oder wie gesagt, die Insektikon-Füße nach unten. Am besten, bevor ihr diese Knöpfe nach unten dreht, dreht ihr erstmal die Beine des Insektikons komplett nach unten und dreht da einfach dann die Füße drüber. Nimmt euch eine ganze Menge Arbeit weg. Oder besagt ab. Und ja, jetzt. Jetzt hat sich's wieder gelöst. Wie gesagt, ein bisschen tricky für diese Scout-Class, Legion-Class, wie auch immer. Ein wenig kompliziert. So, und jetzt habt ihr quasi hier den Waffenmodus.
ziemlich unspektakulär, trotzdem halt eine sehr schöne Sache. Ich zeige euch das einfach mal. Ein Combiner Wars Voyager Class Superior. Diese Figur kann diese Waffe natürlich direkt in die Hand nehmen. Dazu geben wir jetzt einfach ihm die Waffe in die Hand an diese Konnektoren. So, und schon habt ihr hier die Waffe. Ihr seht's, es ist möglich, es sieht geil aus und mit den zwei Rohren hier vorne und diesem Geweih quasi von dem Käfer auf jeden Fall eine schöne Waffe. Bullig, groß und macht natürlich was her. Ja, die Figur wird dadurch natürlich sehr frontlastig, das heißt, ihr müsst nicht aufpassen, dass sie nicht nach vorne umkippt. Ansonsten lohnt sich's auf jeden Fall. Ich denke mal, Männer so zusammen, das heißt Decepticon, passt es natürlich dann umso besser. Ja, kommen wir jetzt aber doch erstmal wieder zur Verwandlung zurück zum Käfer. Da einfach die Kanonenknäufe nach oben drehen, die Waffen, wie gesagt, die Hände nach außen oder die Füße. Dann einmal hier die Füße komplett nach innen drehen, wie gesagt, die Arme. Hier hat sich der Arm gelöst, ist ein Balljoint, einfach wieder reinzwacken. So, jetzt wieder hier die Arme unter den Körper drehen. Dann wieder miteinander verbinden. Und die Beine nach außen. So, jetzt sind wir wieder beim Käfer, beim Ausgangsmodus. Und jetzt kommen wir noch einfach mal zum Robotermodus, der mir besonders sehr gut gefällt. Ist ziemlich simpel mit der Verwandlung. Wir drehen einmal die Hände nach außen. So, drehen einmal hier diesen ganzen Unterkörper einmal herum, lösen die Beine einmal nach hinten ab, so, drehen die komplett nach unten, die Waffenknäufe werden die Knie, anschließend drehen wir die Arme nach außen, drehen die so nach unten, drehen jetzt die Hände nach vorne. Und jetzt final klappen wir diese Klappe nach hinten und drehen die Waffe nach oben. Und schon haben wir Bombshell, wie er quasi lebt und lebt, im Robotermodus. Wir können die Beine noch splitten und ihm mehr Beweglichkeit dadurch bieten. Die Figur selbst hat ein Hüftgelenk zum Drehen, ein Oberschenkelgelenk mit einem Balljoint, ein seitliches Kniegelenk, ein richtiges Kniegelenk. Die Arme lassen sich um 360 Grad drehen an der Schulter. Die Schulter hat einen Balljoint. Die Ellenbogen haben auch einen Balljoint. So, der Kopf lässt sich nicht bewegen, ist aber dafür echt ziemlich akkurat mit dem Generation 1 Design. In diesem, ja, wie so eine Art Ritter Design. Gefällt mir richtig gut. Schade, dass der Kopf nicht bewegbar ist. Das wäre schon schön gewesen, aber ist nicht zwingend erforderlich. Die Figur hat für mich einen absoluten Pflichtkauf verdient. Und ich würde hier jedem empfehlen, der ihn quasi hat, holt ihn euch. Denn diese Figur wird es wahrscheinlich relativ schwer geben. In jedem Sortiment sind 2 Stück drin. Das heißt, wenn ihr sie bekommt, holt sie euch, bevor sie ausverkauft ist. Ihr werdet wahrscheinlich keine weitere Gelegenheit dazu bekommen. Wird sehr unwahrscheinlich sein, dass diese Figuren auf Dauer im Handel erhältlich sind. Gerade bei den kleinen Scout Class, da würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, Internet-Stores aufsuchen, eBay, euren persönlichen Toy-Store, Müller. Es gibt's noch, Galeria, Kaufhof etc. etc., bis ihr sie habt. Es lohnt sich, wie gesagt, definitiv. Die Figur hat hier in Sachen Einfallsreichtum volle 10 von 10 Punkten verdient, auch wenn hier Hasbro ein kleiner Schnitzer passiert ist, indem sie einfach hier den Waffenmodus nicht in die Anleitung mit reingepackt haben und auch sonst nirgendwo erwähnt haben. Das ist aber nicht schlimm. Und ja, das Lila gefällt mir absolut, die Farbgebung ist perfekt, der Käfer sieht absolut geil aus, im kleinen Format für die Großen auf jeden Fall auch passend und auch von der Gesamtgröße her den Generation 1 Figuren von der Größe 1:1 angepasst, gefällt mir sehr gut
Und ja, Beweglichkeit super, Robotermodus super, Waffenmodus super, was will man schon mehr sagen? Volle 10 von 10 Punkten. Daher empfehle ich jedem, wie gesagt, die Figur zu kaufen. Und bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole, verabschiede ich mich für heute und ja, würde mich freuen, wenn ihr uns natürlich einen Kommentar hinterlasst und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bleibt mir bitte treu. Bis dahin, euer Raxfor.